Mitreißende Spiele geliefert. Wir erinnern uns da gerne an die letzte Saison, als der Europameister in Düsseldorf erst im dritten Satz die Oberhand behielt. 24:22. Und nicht wenige sagten damals, schade eigentlich, dass es im Tischtennis kein Unentschieden gibt. Auch diesmal konnte sich im ersten Satz zunächst keiner der beiden entscheidend absetzen. Ausgeglichener Spielstand beim Aufschlag von Ding Yi. Samsonov, neuerdings ja nur noch die Nummer 2 in der Weltrangliste. Er wurde an der Spitze abgelöst vom Chinesen Liu Guoliang. Er spielt relativ ungern gegen Penholder-Spieler wie Ding Yi, die einen schnellen Abschluss suchen. Der fast 1,90 große Weißrusse, er mag viel lieber die längeren Ballwechsel, wenn er das Geschehen kontrollieren kann. Ding Yi, eine ganz wichtige Phase für ihn in dieser Situation, denn bei eigenem Service macht Samsonov die Punkte. Ja, das sehen natürlich alle Tischtennisfans immer wieder gerne, die eingestreute Ballonabwehr von Samsonov in diesem Fall. Und Ding Yi macht den Fehler. Samsonov zieht davon auf 12:8. So, dann haben wir einen Sprung gemacht. Schlussphase des ersten Satzes. 20:15, jetzt 20:16. Die Führung für Wladimir Samsonov. Es ist eigentlich immer wieder verblüffend, was Samsonov trotz seiner Körpergröße immer wieder blitzschnell zurückbringt. Aber hier macht Ding Yi den Punkt. Kommt noch einmal heran, aber nach wie vor Satzbälle für den Weißrussen. Und dann sind es nur die ganz kleinen Handgelenksdrehungen und Bewegungen, die es ausmachen. Das entscheidende Quäntchen zugunsten von Samsonov. Satzgewinn für den Weißrussen hinein in den zweiten Satz. 12 beide. Viele schnelle Ballwechsel und das wussten die Experten. Je länger ein Ballwechsel dauert, desto größer würden die Chancen für ein erfolgreiches Ende für Samsonov sein. Ding Yi, der Spezialist für die Kurzen. Ja, das darf er nicht machen. Zu hoch der Rückschlag und sofort ist Samsonov da, macht den Punkt. Aber auch das passiert einem Weltklasse-Mann wie Samsonov. Ein Stoppball von Ding Yi lässt ihn ins Leere laufen sozusagen. Aber nach wie vor noch eine knappe Führung für Wladimir Samsonov. Der immer wieder den Ball sehr hoch anwirft, um ihm noch ein bisschen mehr Effekt zu verleihen. Samsonov hatte ja leichte Probleme in der jüngeren Vergangenheit. Er selbst hat das begründet mit seinem vielen Krafttraining. Da sei er körperlich nicht mehr so gut dabei gewesen. Das hat er inzwischen wieder abgestellt. Außerdem gab es natürlich viele, viele Termine. Nur ein Beispiel. Gleich nach diesem Spiel in Frickenhausen ging es nach Spanien zum Europaligaspiel der Weißrussen gegen Spanien. Aber, und das weiß man in Düsseldorf, Wladimir Samsonov immer ganz zuverlässig, wenn es um wichtige Spiele geht. So auch hier, Samsonov führt klar 18:13. So, jetzt schaut Ding Yi kurz herüber und er sieht, was er natürlich lieber nicht gerne gesehen hätte, nämlich, dass er verloren hat gegen Jörg Roßkopf. Das bedeutet, er musste hier was erreichen. Er musste Samsonov schlagen, damit sie überhaupt noch eine Chance auf einen Punktgewinn haben würden. Die Spieler aus Frickenhausen natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe, zumal nach dem Verlust des ersten Satzes. 18:15, Ding Yi, der Kämpfer, kommt wieder heran. 2x21:19, das war das Ergebnis für Samsonov im Hinspiel, als Düsseldorf ja überraschend einen Punkt abgab. Ein 5:5 in eigener Halle. Und ähnlich knapp schien es jetzt auch wieder zu werden. Ding Yi kommt wieder heran.
Er ist der Meister der kleinen Punkte, so sagt man in Tischtenniskreisen, Wladimir Samsonow. Und er hat etwas, was man einfach nicht lernen kann. Hier übrigens links Peter Nilsson, der heute nicht im Einzel spielte, und Trainer Schosch. Samsonow hat etwas, was man nicht lernen kann. Er ahnt voraus, was der Gegner vorhat. Das verschafft ihm immer wieder entscheidende Vorteile. So wie hier 20:16, 4 Matchbälle für den 22-Jährigen aus Düsseldorf. Samsonow gewinnt verdient, das muss man sagen, mit 21:16 im zweiten Satz und insgesamt mit 2:0 Sätzen. Und wie erwartet war Düsseldorfs Überlegenheit im oberen Parkkreuz am Ende entscheidend für den 6:2 Gesamtsieg des deutschen Meisters. Der Physiotherapeut und der Cheftrainer gratulieren. Brickenhausens erste Heimniederlage war damit perfekt. Düsseldorf bleibt damit dran an Spitzenreiter Grenzau. Und wir schauen uns noch mal ganz in Ruhe die Resultate der letzten beiden Einzel an. Die Ingi gegen Samsonow, das haben wir gesehen.